Es ist gut 60 Jahre her, da betrat ein schüchterner Teenager das Sun Studio in Memphis, um einen Song aufzunehmen. Der Song hieß That's Alright. Als der im Kasten war, da war die Welt eine andere. Elvis Presley hatte den Rockabilly erfunden und ist seitdem genau der King. Und heute, am 8. Januar vor 80 Jahren, da ist der Popstar geboren. Der wohl größte Popstar aller Zeiten wäre heute 80 Jahre alt geworden. Und deshalb werden auch heute in Hessen jede Menge Torten angeschnitten. Er war der weiße Amerikaner, der den schwarzen Rhythm and Blues auf die Bühne brachte. Er war der Mann, den die jungen Amerikaner liebten und den ihre Eltern fürchteten. Er war Rebell und Idol. Und gerade an den Tagen rund um seinen Geburtstag wird Elvis weltweit noch einmal gefeiert. Zwar sind seine Fans inzwischen in die Jahre gekommen, die Hysterie von früher ist dem Schlangestehen von heute gewichen. Und dennoch ereignet es sich in einem kleinen Ort in der fränkischen Provinz etwas für Elvis-Fans ganz Großartiges. George Klein, einer der ältesten Freunde des Sängers, betritt zum ersten Mal nach 30 Jahren wieder deutschen Boden. Ein alter Herr und beredter Botschafter des toten Freundes. Es ist toll, so viele Menschen in Deutschland zu treffen, die Elvis bewundern. Ich kenne niemanden, der 37 Jahre nach seinem Tod noch so verehrt wird wie er. Jeder, der einmal hier war, erzählt dieselbe Geschichte. Es ist unglaublich, wie nett die Deutschen sind und wie sehr sie Elvis verehren. Wenn ich nach Amerika zurückkomme, werde ich allen davon erzählen. Erst einmal aber erzählt er davon, wie er Elvis kennenlernte. Humes High School, Klasse 8, Memphis, Tennessee. It was 1948. Es war 1948, als er zu mir an die Highschool kam. Die Familie war von Tupelo in Mississippi nach Memphis, Tennessee umgezogen. Dann war er in meiner Musikklasse. Er war ein ziemlich durchschnittlicher Schüler, aber brachte jeden Tag seine Gitarre mit. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Ein Zwölfjähriger, der seine Gitarre mitbringt und dann auch noch so singt. Und die Fans? Natürlich kennen sie alle Details aus dem Leben des King und dennoch können sie nicht genug bekommen. Ein paar Memories aus erster Hand, die sind Gästen und Organisator jede Mühe wert. George Klein war von Anfang an ein Weggefährte, Schulkamerad von Elvis und später war er im Radiosender. Und wo Elvis dann bekannt geworden ist, hat er dem seine Platten aufgelegt. Und heute ist er hier in Bischofsgrün. Also was Besseres kann es ja nicht geben. Ich habe das erste Mal George vor bereits 5 Jahren gefragt, ob er kommen möchte. Aber es waren so viele Termine und so viele andere Sachen, die er machen musste. Und jetzt nach 5 Jahren ist er endlich hier. Ich habe zu George gesagt, es ist mein 10. Elvis-Weekend, das ich hier veranstalte und ich möchte ihn als besonderen Gast hier haben. Ich war 15 und war also Elvis-Fan und kam zu Elvis dann und liebte die Musik, die Filme und die Begeisterung hat bis heute nicht nachgelassen und das ist einfach was, wo mir sehr viel bedeutet, wo auch immer größer wird. Elvis, der Verehrte, Elvis, der Imitierte und Elvis, um den sich auch heute noch so viele Mythen ranken. Mit einem Bild räumt George Klein aber geradezu genüsslich auf. Elvis, sagt er, war nicht hart und wild, er war vielmehr samtweich. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always. Elvis war ziemlich ruhig, aber überhaupt nicht extrovertiert. Wir nannten ihn deshalb auch Samthammer. Seine Art, sich auszudrücken, war eher seine Kleidung. Er trug meistens schwarze Hosen mit weißen Streifen und vielleicht noch ein pinkfarbenes Hemd. Das fiel schon auf damals, aber in einer netten und irgendwie angenehmen Art. Aus dem scheuen Kind wurde ein Weltstar und aus dem Weltstar nach einer Weile ein Soldat. Zwischen Ende 1958 und März 1960 war Elvis im hessischen Friedberg stationiert. Ein junger Mann, weltberühmt, aber fernab der Heimat. I'll be frank with you. Elvis war nicht glücklich in der Armee, aber er war ein loyaler und patriotischer Amerikaner.
Sie müssen sich vorstellen, in Amerika lebten wir in eigenen Häusern, hatten tolle Autos und jede Nacht Party. Und als er in Deutschland war, hieß es jeden Morgen früh raus, rein in den Jeep, ab ins Manöver. Er war unglücklich, aber er ließ es sich nicht anmerken und schließlich brachte er es ja auch zum Sergeant. Mit ein paar kleinen Extras allerdings. So wohnte Elvis nicht in der Kaserne wie seine Kameraden, sondern zunächst in Bad Nauheim im Hotel und dann in diesem Haus der Straße Nummer 14. Er ließ seine Oma aus Memphis kommen. Sie lebte mit ihm und kochte für ihn und so hatte er sein eigenes amerikanisches Essen. Es war nicht so, dass er deutsches Essen nicht mochte. Er war einfach sehr wählerisch. Elvis, der Familienmensch und Elvis, der freundliche Star. Nicht nur George Klein pflegt dieses Bild. Auch Klaus Kurt Ilge, ebenfalls ein lebenslanger Elvis-Fan, erzählt gern die Geschichte vom Weltstar zum Anfassen. Wir wussten dann, wenn Elvis ein ausgegangen ist, wir wussten die Zeiten. Wir haben uns mit anderen Fans geteilt. Diese Mitteilungen hatten schon tragbare Plattenspieler, die wir auf den Torpfosten beim Elvis gestellt hatten, in der Goethestraße, wo die Platten gespielt wurden. Er war sehr freundlich, sehr zuvorkommend, höflich, zurückhaltend. Das war das größte Erlebnis, oder was ein Fan haben konnte, indem ich in Bad Nauheim ins Kino gegangen bin, habe den Elvis so überlebensgroß auf der Leinwand gesehen. Und 5 Minuten später hat man dann diesem Idol gegenübergestanden, der Goethestraße, in der smarten Uniform. Aber trotz aller fürsorglichen Belagerung, offenbar gab es auch unbeobachtete Momente, denn immerhin verliebte sich Elvis in Priscilla Anne Beaulieu, die Tochter eines Kommandanten. 1967, zurück in den Staaten, heirateten sie und im Februar 1968 kommt ihre Tochter Lisa Marie zur Welt. Privates Glück aber, beruflich eine eher maue Zeit. Dann aber startet Elvis noch einmal durch. Und plötzlich jagt ein Auftritt den nächsten. Es sind kräftezehrende Jahre, sie bringen Erfolg, aber die Ehe scheitert. Elvis geht durch Höhen und Tiefen, er leidet, ist seelisch und gesundheitlich mehr als einmal fast am Ende. Und bleibt doch immer Elvis, der Junge, der nicht vergessen hat, woher er kommt. Als er jung war und kein Geld hatte, Konzertkarten zu kaufen, hing er immer vor den großen Bühnen rum, in der Hoffnung, irgendjemand Berühmtes zu treffen. Damals hat er sich vorgenommen, wenn er jemals berühmt wird, wird er freundlich sein, Autogramme schreiben, Hände schütteln, Fotos machen. Ich glaube, er war der netteste Junge aus dem Showgeschäft, den die Welt jemals sah. Und dann schaut George Klein auf den Ring, den Elvis ihm vor mehr als 40 Jahren geschenkt hat. Er habe ihn, sagt er, seitdem nie mehr ausgezogen. Denn er trage ihn als Erinnerung an den Mann, der sich nie unterkriegen ließ. Und er weiß, ein bisschen ist es auch sein Verdienst, wie die Welt seinen Freund in Erinnerung behält. Als Elvis, den unbestrittenen King of Rock'n'Roll.